Ist es wegen dem ein braves Schöfchen? Ja, es liegt da. Wir sitzen hier bei diesen Skulpturen und ich glaube, jeder, der schon einmal hier war, weiß, welche das sind und wo die stehen und was auch immer. Oh, was Hund! Ich habe einen neuen Homie gefunden. Wir sind jetzt im neuen Themenbereich Irland und checken die Lage ab. Jetzt, das ist so das Abteil, wo früher das Wikingerland war und das Nivea-Zeugs. Oder? An für dieses Schiff. Es nennt sich Dancing Dingy. 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 Leute, da ist die Euromaus. Im Irland-Kostüm. Schön, gerade hat auch viele drin. Warum gab es das doch nicht, als ich klein war? Ich wäre voll ausgerastet. Und jetzt ist es für kleine Kinder und ich darf nicht. Also ich würde ja schon, aber ich darf nicht. Wir wollen gerade hier drauf. Leute, hier hat so Traktoren, mit denen man rumfahren kann. Und die Drachen oder Dinosaurier oder was auch immer, die sind immer noch da. Und dann hat es noch so Kanus und den Turm, wo man sich so hochziehen kann. Die gibt es immer noch. Die sind noch vom Nivea-Land hier. So, wir chillen jetzt hier auf so komischen Liegestühlen am Strand, wie ihr sehen könnt. Ich warte dich jetzt. Gar nicht. Wart. Wir sind jetzt auf der kleinen Bahn und die ist wirklich ganz kurz. Und ich glaube, nee, das ist zu viel für uns. Es geht gleich runter. Oh mein Gott, es geht gleich runter. Natürlich nicht so schlimm. Ist schon fast peinlich, dass wir hier drauf sind. Diesen Menschen oder was auch immer das waren. Ich wollte auch einen Ballon, weil ich hab keinen gekriegt. Ja, hallo, weil ich kein Kind bin. Was? Ich möchte wieder ein Kind sein, dann hätte ich jetzt einen Ballon gekriegt. Wir sind wieder hier bei den Schafen. Ich hab Angst. Es nischelt! Es nischelt nicht! Oh mein Gott! So, wir waren jetzt in der Show mit den Pferden und Rittern. Und essen jetzt was. Wir sind im spanischen Restaurant. Das ist toll hier. Da ist so ein hübsches Feuer. Ja.
Leute, wir haben uns extrem voll gefressen und können jetzt gar nicht mehr. Ist gut, ey, mit der Pokette? Ja. Wow! Slow! Es ist in der Hand. Das ist schon cool. Das ist schon mit Mut. Wir wollten eigentlich auf die Arthurbahn, die hier. Aber wie es aussieht, fährt die gar nicht. Jetzt gerade. Also, sie haben ein technisches Problem. Aber jetzt noch andere tolle Bahnen. Da gehen wir gleich drauf. Rutschbahn hier. Wir sind ganz groß für das. Nein, sind wir nicht. Bist du sicher? Ja. Wir passen doch rein. Okay. Come on. Oh Gott. Wir haben uns Bier und Donuts geholt. Was für nicht zusammenpasst. Was nicht zusammenpasst. Wir befinden uns gerade auf diesen Taschen. Diese Dinger da. Du bist ganz in mir drauf. Du hast kalte Finger und die schmecken nach Rauch. Sachen mit Reihe. Hochnehmen. Nee, da war ich schon. Einmal reicht im Leben. Aber du kannst gerne gehen. Aber ich hoffe es. Wenn du möchtest, darfst du gerne alleine gehen. Ja, dann gehen wir jetzt auf das Schaukelschiff. Wir waren jetzt gerade Kuchen essen. Das habe ich schon circa dreimal wiederholt. War der Kuchen lecker? Wieso ist das lustig, dass ich keinen Kuchen gegessen habe? Ui. Oh mein Gott, das ist rechts Handy weg. Das ist Schmutz! Oh mein Gott, Angst! Oh mein Gott, das ist weg! Ich hab es ja! Das ist weg! Oh, Schaufel! Hör auf!
Sonne Sopo, Jose Sonne Sopo. Leute, ich will dieses süße Einhorn da haben, das pinke. Oder den Elefanten oder den Dinosaurier. Aber die sind so cute. Maler wollte unbedingt auf den Pilz. Jetzt gehen wir auf den Pilz. Hi! 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 Ich kann gerade das Handy ausgeben haben. Nee. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Spitzeli. Gut so. Deine Mutter gut so. Deine Mutter und mein Vater. Nein, nein, nein. Du hast den Rost hier. Oh oh. Verdammt die Scheiße! Was? Ich hab nach Gefühl in Schum! Ja, da kannst du ja noch sporen. Ja, gerne. Ich habe nach gefühlten 10.000 Jahren gemerkt, dass ich die Kamera den ganzen Tag über so im falschen Format gehalten habe. Und wir haben es jetzt endlich geschafft, auf die Arturbahn zu gehen. Wo? Nach dem dritten Versuch oder so? Nee, nach dem zweiten. Doch, nach dem dritten. Nach dem dritten Versuch. Weil erst hatten die eine technische Störung. Und dann, als es wieder ging, nachdem wir circa eine halbe Stunde da gewartet haben, ja, wegen Schlechtwetterumständen, weil es ja noch geregnet hat. Aber jetzt scheint die Sonne und alle sind happy. Ei, ei, Ente gut, alles gut, Quark. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach draußen. Das bin ich schon toll. 17 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt, habe drei Kinder. Ich wohne in Kippenheim und ich verdiene mein Geld mit Hartz IV. Oh, also, ist das eine ganze Portion? Das ist eine ganze Portion. Das ist eine halbe Portion. Das hier ist eine halbe Portion. Hier. Zum Abgleich. Ist doppelt so groß wie meine Hand. Mein Essen kommt auch gleich. So, jetzt stimmt's. Salat. Hier noch ein Burger, aber ohne Pommes. Und hier noch ein Eis. Leute, ich habe vergessen, eine Roomtour zu drehen. Und ich muss gleich. Nein, warte mal. Also, dann zeigt Marla uns jetzt das Badezimmer. Nee, da hier haben wir ein Klo. Hast du nicht gespielt? Was? Das ist Wasser. Da ist es. Schieß die Bombe. Dann haben wir hier eine Dusche und Tücher und ein Handy und Ladekabel und ein Maler. Dann ist hier ein Schrank und hier ist ein Bett. Ich schlafe hier, Maler schläft da. Und dann haben wir da noch eine Terrasse. Ich zeige euch mal die Terrasse. Warum rede ich eigentlich so komisch? Niemand weiß es. Hier ist die Terrasse. Wir hatten...
Wir sind jetzt irgendwie seit 4 Jahren immer hier und hatten noch nie eine Terrasse, aber jetzt. So, Leute. Ich habe heute den ganzen Tag für euch gefilmt und ganz am Ende habe ich dann gemerkt, dass ich ja die falsche, also ich habe nicht so gefilmt, sondern so. Deshalb tut es mir leid, wenn das jetzt auf YouTube dann blöd aussieht. So. Das ist jetzt bestimmt der beste Schnitt ever, weil ich heute noch gar nicht gefilmt habe. Aber wir sind jetzt schon im Park und waren schon auf der Schweizer Bobbahn und gehen jetzt auf die Wellenflieger, was auch immer der Ding ist. Auf die Dinger hier. Das hier ist unser Flieger. Ja, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht schreit sie gleich, dass ich das Handy wegpacken muss. Da. Wir hängen uns jetzt hier auf der Wiese mit den Gänsen. Wir hatten vorhin Angst, dass die uns beißen, aber sie haben uns nicht gebissen. Oh,
eine wilde Kamera war. Ja, du siehst ja so aus, krass, Papi. Ich bin mir lieb beleidigt. Look, man kann den Schweizer Käse fahren. Hallo. Hallo Merlin! Du bist ein bisschen leer! Das ist schon Merlin! Das ist aber keine Schweizer mehr da. Oh ey! Ah, oh, der Auto! Wir müssen vorne drauf sitzen! Oh Gott! Das sieht wirklich schlimm aus! Ganz viele Regenschirme, man darf ja eine. Ich sehe aus wie du. Du bist voll am Abfall. Yes. Hexendanz. Wow, tschüss, Leben. Oh, was das? Oh, schon ein cool. Yes. Was gibt's da? Ist das immer gewesen? Ja. Mit dem Führer. Achtung drauf, Papa! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich muss ja Ich hab die Schuhe voll. Voll Wasser. Oh ja, mal du. Ich komme nie mit. Das ist der schlimmste Schäden. Ich will nicht öffnen. Oh, kommt der Fliege schnell. Nein! Nein! Das jetzt ziehe ich die Socken ab. Ja, das ist die schlimmste. Oh. Ach, Dunkel. Oh. Du hast nicht gesagt, dass du schlimm sind, Toni. Ja, du bist schon getroffen.
Was das? Hey! Hey, hallo! Es macht nass, ich fühle. Hör auf Kumpel! Du bekommst noch mehr Nase wieder! Hör auf! Du bist schon blöd, ich ruhe! Gott, nein! Ich schau nachher zu. Das ist meiner! Also wir gehen nachher auf die Atlantika oder Atlantis oder was auch immer. Auch so eine blöde Wasserbahn und werden nass. Und ich glaube, ich filme da drauf lieber nicht. So, ja. Ich habe jetzt ungefähr 2 Monate gebraucht, dass ich all meine kleinen Videos vom Europapark auf meinen Laptop gekriegt habe. Und finally habe ich das ganze Zeug geschnitten und lade es jetzt hoch. Irgendwie 6 Wochen zu spät, aber ich lade es jetzt hoch und ich bin glücklich, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Und ich hoffe, dass es euch irgendwie gefallen hat und tut mir leid, ja, wegen dem Format, aber das habe ich ja schon gesagt. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis bald.